So, das ist jetzt einmal ein kleiner Test für mich. Wir haben ganz schön Wind, ich habe das Ansteckmikro drauf, mein Windbuschel und ich hoffe, das kann man halbwegs hören. Ja, kleine Runde vor. Schauen wir mal, was mich hier treibt. Ja, wie gesagt, ich habe da das Ansteckmikro drauf. Schauen wir mal, das stört mir beim Radfahren nicht so. Das Kabel ist eh lang nur. Und das würde mich natürlich interessieren, wie der Klang jetzt ist. Sollte da auf alle Fälle besser sein wie mit den internen da. Ja, das ist einmal so eine kleine Entspannungsrunde. Wie gesagt, das ist eher ein Test für das Ansteckmikro, wie sie es eben macht da jetzt auf der GoPro mit dem Windbuschel. Ja, und ich denke, das wird nicht so schlecht zusammenspielen. Schauen wir dann einmal, wo mehr Wind geht. Dann ist es interessanter. Ja, da im Hintergrund kann man es vielleicht sehen, die Abhöranlage von Wolfsthal. Und da drüben wieder mal Bratislava. Und das ist Edelsthal, wo das Coca-Cola-Werk ist. Da wird das Coca-Cola angefüllt. Ja, dann habe ich noch diese Taschen da drauf, auf dem Gepäcksträger. Aber das ist halt ein kleiner blöder Trick, vielleicht kaufen wir noch. Eine gescheite Taschen, so links und rechts nur. Mal schauen. Ja, und da sind lauter Weinkeller. Ja, da. Da werden sich ein paar von euch sicher wohlfühlen. Haben wir immer wieder ausgesteckt. Jetzt sind wir wieder blöd bergauf. Aber der Stromradl macht es schon. So, jetzt haben wir ordentlich Wind. Vorher ein 50er. Da wird man sicher was hören. Ich bin gespannt. Aber klar, das sind Orkanböen. Es geht gar nicht anders. Ja, da sind auch überall so kleine Weinkeller. Alles wunderschön angelegt. Alles für die Gäste. Das ist jetzt da so ein Weinkeller. Da hinten ist die Weinstraße, heißt das eigentlich. Ja, der ist schon verwildert. Wer weiß, ob sich da noch was anspielt. Da tut er keiner mehr was. So da. Ja, jetzt bin ich eigentlich bei Spitzerberg quasi umrundet. Jetzt schaue ich mal, ob ich auf so einen Platz, da kenne ich eins, das ist ein Bangerl. Dort machen wir es ein bisschen gemütlich und trinken einen Kaffee. Ja, da vorne kann man das Bangerl schon sehen. Da war ich eh schon öfters. Da machen wir es jetzt gemütlich. Ah, herrlich.
im Schatten. Perfekt, würde ich sagen. Kaffee, Latte Macchiato, heute mal in kühl gehalten. So, da sind wir wieder am Rückweg schon langsam. Jetzt haben wir ein bisschen Rückenwind, das heißt, jetzt dürfen wir überhaupt kein Problem mit dem haben. Aber ich glaube, der ist insgesamt ganz gut. Der nächste Tod, das dann wird mit dem Rode Wörles gut sein. Schauen wir mal, was das leistet. Aber notfalls ist die Kombination nicht schlecht. Am Rad gibt es kein Problem. Ja, jetzt haben wir schließlich schon bald auf die letzten Meter. Naja, letzten Meter ist unter drin. 4-5 Kilometer, glaube ich, habe ich noch. Ja.